Liebes Publikum, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Stampfer, ich bin der Geschäftsführer des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, des WWTF. Wir fördern die Spitzenforschung in Wien. Und wir sind heute gemeinsam mit der PharmIG, dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, Veranstalter und Gastgeber einer ersten Veranstaltung, einer Reihe, die sich eben mit dem Thema Forschung und Gesundheit, Forschung und Medizin, Forschung und Gesellschaft, Forschung und Wirtschaft auseinandersetzt. Wir können uns ja leider nicht in Person treffen. Die Umstände von Covid-19 erlauben uns nicht einmal, die Referentinnen und Referenten, die Leute, die heute uns Einsichten geben werden, in einem Raum zu versammeln. Wir müssen uns darauf beschränken, in dieser ersten Veranstaltung unserer gemeinsamen Reihe, dass wir uns von unseren jeweiligen Bildschirmen aus zuwinken und uns entsprechend unsere Beiträge liefern. Mich selbst sehen Sie heute nicht in meinem Büro, so ein schönes Büro habe ich nicht, sondern aus der Bibliothek des Sigmund Freud Museums in der Berggasse 19 in Wien. In diesem schönen, neu gestalteten Museum eröffnen wir unsere Reihe, und wenn Sie uns als Zuseherinnen und Zuseher treu bleiben, werden Sie sehen, wir werden jedes Mal in einem anderen Museum, das einen Bezug zu Forschung, Wissenschaft und oft auch Medizin hat, entsprechend unsere Beiträge, unsere Serie präsentieren. Die heutige Veranstaltung heißt Von gut zu sehr gut. Und gut sind wir in Österreich im Bereich der Forschung und eben auch im Bereich der biowissenschaftlichen, der medizinischen und aller anderen dazugehörigen Forschungszweige auf jeden Fall. Wir reden also heute über die Spitzenforschung. Und dieses Wort Spitze hat auch eine Bedeutung. Denn wenn wir wirklich, wirklich toll sind in der Forschung, und in dem Fall reden wir jetzt über die biologische und medizinische Forschung und alles, was dazugehört, dann können wir wirklich davon profitieren. Die Unternehmen am Standort profitieren davon, wenn hier wirklich wunderbare wissenschaftliche Forschung betrieben wird, von den Ergebnissen, von den Talenten, von den Spin-offs, von vielen anderen Effekten. Patientinnen, Patienten, die Gesellschaft profitiert davon, wenn hier die besten Leute arbeiten und zum Beispiel in der Ärztinnen- und Ärzteausbildung es wirklich am höchsten Niveau zugeht. Und wo stehen wir in Österreich? Wir sind richtig gut, wir haben fantastische Einrichtungen, nur wir können es noch ein Stück besser und sehen das auch im internationalen Vergleich. Wir müssen uns noch etwas mehr anstrengen und wollen es auch, um zu den Allerbesten zu gehören. Und das ist kein Selbstzweck. Und heute wollen wir darüber reden, welche wichtigen Punkte wir hier zu tun haben. Das ist einerseits das Geld, von dem es einerseits nie genug geben kann, andererseits aber eben auch es darauf ankommt, dass es in die richtigen Hände und in die richtigen Strukturen kommt. Es geht aber auch um Talente. Es geht darum, die tollsten Leute hier zu entwickeln und nach Österreich auch zu holen von außen. Und es geht schließlich darum, dass wir alle vor den Vorhang treten. Und dieses vor dem Vorhang treten wollen wir, die PharmIG und der WWTF, und wollen wir die Runde derer, die heute sprechen, auch ein Stück mit bewirken. So, jetzt hoffe ich, ich habe Sie ein wenig neugierig gemacht auf die spannende Diskussionsrunde, die gleich beginnt. Aber zuerst machen wir noch etwas anderes, nämlich wir lassen uns durch das wunderbare neue Sigmund Freud Museum führen und schauen uns an, was die Wissenschaft, Medizin, aber auch die Psychoanalyse in dem Fall vor weit über 100 Jahren zu diesem Thema zu sagen hatte. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder.
Herzlich willkommen, mein Name ist Daniela Finz, ich bin die wissenschaftliche Leiterin des Sigmund Freud Museums in der Berggasse 19. Wir befinden uns hier im Mezzanin des Hauses, eines gründerzeitlichen Zinshauses, wo Freud von 1891 bis 1938 gelebt und gearbeitet hat. Und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen durch diese Räume zu spazieren und einige Schlaglichter auf Freud, den Psychoanalytiker und den Wissenschaftler und Forscher zu werfen. Der Name Freud steht für drei Punkte: für Innovation und Fortschritt in der Forschung, einer Forschung, die immer auch einen interdisziplinären Rahmen, also auch die Bereitschaft, über die eigenen Grenzen hinauszugehen, benötigt. Zweitens steht Freud und die von ihm entwickelte Psychoanalyse für die Zusammenführung von Forschung und Anwendung. Freud hat das selbst das Jungteam von Forschen und Heilen bezeichnet. Und drittens, und das ist nun ganz wichtig, steht Freud für das Wagnis, sich auf Neues einzulassen, neue Wege zu bestreiten, neue Methoden zu entwickeln, wenn bisherige oder gängige konventionelle wissenschaftliche Methoden, Diskurse, die wissenschaftliche Sprache keine Lösungsmöglichkeiten mehr zulässt. Für Freud im konkreten Fall hat das bedeutet, dass er sich wissenschaftlich rational auf Gebiete eingelassen hat, auf neue Forschungsfragestellungen, auf Bereiche, die sich eigentlich auch dem Rationalen ein Stück weit entziehen. Sigmund Freuds Entwicklung der Psychoanalyse und der Erforschung des psychischen Apparats gingen langjährige medizinische Jahre des Studiums, der Forschung zuvor. Er war vor allem bei Theodor Meinert an seinem Laboratorium für hirnanatomische Studien tätig. Sie sehen hier dann auch ein Mikrotom. Mikrotom ist ein griechisches Wort und steht für Kleinschneider. Mittels dieses Geräts hat Freud mikroskopisches Material hergestellt, Präparate hergestellt. Sigmund Freud hat am Wiener AKH als Arzt gearbeitet und geforscht. Bereits als Student der Medizin lernt Sigmund Freud Josef Breuer, den Wiener Arzt und Physiologen, kennen. Eine langjährige Freundschaft und wissenschaftliche Zusammenarbeit entwickelt sich und 1895 veröffentlichen Freud und Breuer ihre Studien über Hysterie. Beide, Freud und Breuer, erkennen, dass die bisher gängigen Methoden wie Massagen, Kuraufenthalte, Warmwasser oder Elektroschocks den kranken Frauen nicht helfen. Und sie entwickeln gemeinsam die sogenannte kathartische Methode, die Vorläufermethode zur Psychoanalyse. Wir befinden uns hier im Behandlungsraum von Sigmund Freud, wo er bis 1938 seine Patientinnen und Patienten empfangen hat. Der Raum ist weitgehend leer, das hat einen Grund. Freud wurde 1938 nach dem Anschluss vertrieben, er musste ins Exil nach London fliehen. Er befand sich aber in der singulären Situation, sein gesamtes Hab und Gut, sein gesamtes Interieur mitnehmen zu können. Das heißt, dass er sämtliche Bücher, seine Antikensammlung und auch seine Couch, also seinen Behandlungsdivan, ins Exil bringen konnte. Zurückgeblieben sind leere, verwaiste Räume, die allerdings bauliche Spuren enthalten, die über die historische Nutzung Auskunft geben. Und mit diesen Spuren arbeiten wir in unserer neuen Ausstellung. Und so sehen Sie auch hier hinter mir, wo hier die Couch stand, mit Teppichen behangen, die Löcher der Nägel des Teppichs der Couch. Für Freud bestand die Grundregel der analytischen Behandlung in dieser freien Assoziation des Patienten, der Patientin und in der gleichschwebenden Aufmerksamkeit des Analytikers. Gut, damit sind wir auch schon am Ende der Kurzführung angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken
und ich wünsche Ihnen nun vor allem eine anregende Veranstaltung. Auf Wiedersehen. Jetzt auch live wieder aus dem Sigmund Freud Museum. Es ist eine große Freude, Sie alle begrüßen zu können. Und es ist eine große Freude, mit der Pharmik gemeinsam diese Reihe beginnen zu können, mit dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Und wenn es eine Periode gibt, wo vollkommen klar wird, wie wichtig die pharmazeutische Industrie für uns ist, dann ist das jetzt, heute und hier, wo im schnellsten und größten Rennen um einen Impfstoff mehrere Wahnsinns-Races sehr erfolgreich ins Ziel zu kommen scheinen. Und das zeigt auch, nur starke Partnerschaften können starke Strukturen schaffen. Und in diesem Sinne möchte ich Ina Herzer bitten. Ina Herzer ist die Geschäftsführerin von Merck, von MSD Österreich und Vorsitzende der Pharmik-Plattform für Innovation. Und bitte Frau Herzer um Ihr Eröffnungsstatement. Vielen Dank, Herr Dr. Stampfer. Ich hoffe, man kann mich hören. Mein Name ist Ina Herzer und ich bin die Geschäftsführerin in Österreich. Und heute bin ich hier als Vorsitzende der Pharmik-Plattform Innovation. Und es freut mich ganz besonders, dass wir unter dem Stichwort Innovation Hub Austria und mit dem WWTF als einem starken Partner die heutige Veranstaltung aufsetzen konnten. Als erste einer spannenden künftigen Serie. Und ich möchte mich dafür schon jetzt bei Ihnen, Herr Dr. Stampfer, für diese Partnerschaft bedanken. Forschung und Innovation sind auch die Kernkompetenz der pharmazeutischen Industrie. Und die Coronavirus-Pandemie zeigt uns eindrücklich, wie wichtig etwa medizinische Innovationen sind, um Menschen helfen zu können. Forschungsexzellenz und Innovationen können auch nur weiter wachsen, wenn es dafür einen fruchtbaren Boden gibt. Und das gilt auch für uns als Industrie. Schaffen wir es aufgrund guter Rahmenbedingungen, Projekte nach Österreich zu holen, dann generieren wir einen Mehrwert für den Wirtschaftsstandort, für den Forschungsstandort und vor allem auch für die heimischen Patientinnen und Patienten. Da geht es uns in der Innovationsplattform der Pharmik auch darum, wie diese Rahmenbedingungen für Forschung weiter verbessert werden können und darum, die Kraft und die Leistung von Forschung und von Innovation in Österreich sichtbar zu machen. Ich bin mir sicher, dass wir von den heutigen Referenten und Referentinnen dazu sehr spannende Gedanken und Anregungen hören werden. Und ich freue mich nun selbst sehr auf die Diskussion. Vielen Dank und zurück an Sie, Herr Dr. Stampfer. Dankeschön. Und die Vorstellungsrunde geht weiter. Und ich bekomme jetzt kurz und wir bekommen kurz eingeblendet, wer das sehr hochrangige Panel ist, mit dem ich heute diskutieren darf. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Die erste ist Magister Eva Czernohorski. Eva ist in der Wirtschaftsagentur für Förderungen und Technologieservices und eine Reihe von weiteren Aktivitäten zuständig. Die Wirtschaftsagentur hat auch ihre Kräfte, die ansonsten schon nicht unbeträchtlich sind, und ihre Geschwindigkeit, die ansonsten schon nicht unbeträchtlich ist, im Frühjahr, seit dem Frühjahr noch einmal beschleunigt und vervielfacht. Große Gratulation. Ihr habt es wirklich, ich glaube, ihr habt es mit zigtausenden Unternehmerinnen und Unternehmern in Wien geredet und Lösungen dahergebracht. Also wir haben echt starke Einrichtungen hier. Vielen Dank für die Einladung und das Kompliment. Und du wirst auch noch Gelegenheit haben, das eine oder andere davon dann in deinen Wortmeldungen zu erzählen. Anna Obenauf. Anna war lange in den USA und ist jetzt am IMP, am Research Institute of Molecular Pathology, Gruppenleiterin in der onkologischen Grundlagenforschung. Und
Anna wird uns dann berichten, wie die Bedingungen sind für eine junge, sehr erfolgreiche, sehr vernetzt arbeitende Spitzenwissenschaftlerin in einem Land wie Österreich. Hallo Anna. Ja, hallo. Mein Video funktioniert gerade nicht, aber ich hoffe, dass wir das in den nächsten Minuten noch lösen. Ich danke ganz herzlich für die Einladung und freue mich auf die Diskussion. Schön, dass du bei uns bist. Daniela Pollack, Universitätsprofessorin an der Medizinischen Universität am Center for Physiology and Pharmacology in der Abteilung für Neurophysiologie und Neuropharmakologie, eine sehr interessante, auch teils sehr interdisziplinär arbeitende vorklinische Einrichtung der Medizinuni. Und Daniela Pollack wird uns heute Einblicke auch geben in die Arbeit, die sie eben an der Schnittstelle Grundlagenforschung und translationale Forschung leistet mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Hallo Daniela Pollack. Ja, hallo, schönen Nachmittag. Ich freue mich sehr für die Einladung und freue mich besonders auf eine spannende Diskussion mit Kollegen. Die sicherzustellen ist meine Aufgabe. Der nächste ist Michael Sixt. Michael Sixt ist Gruppenleiter Morphodynamik von Immunzellen, ist der formale Name der Gruppe, also einer Forschungsgruppe am IST Austria, dem neuen, jetzt nicht mehr ganz so neuen, aber immer noch recht neuen und immer noch kräftig wachsenden Forschungsinstitut, kurz außerhalb Wiens, aber unserer Familie zugehörig, wenn ich das so sagen darf, Herr Sixt. Und er ist auch Vizepräsident des IST und herzlich willkommen, Michael Sixt. Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Danke für die Organisation und bin gespannt auf die Diskussion. Last not least, Giulio Superti-Furga, Kommendatore Giulio Superti-Furga, Leiter des CEM, das ist das Research Center for Molecular Medicine. Das ist ein großes Institut der Akademie der Wissenschaften, das an einer sehr listigen Stelle gebaut wurde, nämlich mitten am Campus des AKH und damit auch die Aufgabe hat, eine translationale Forschung zu betreiben, also Grundlagenforschung, aber immer schon mit dem Blick zu den Patientinnen und Patienten. Hallo Giulio. Hallo Michi, ich hoffe, man hört mich. Es ist eine große Freude, dabei zu sein. Kommendatore in Österreich, sind Operngänger, ist ambivalent konnotiert. Ich weiß, du hast das ironisch gemeint. Ich freue mich total, weil diese Art von Dialog fehlt uns. Und ich freue mich ganz besonders, dass die Pharmik dabei ist, weil ich glaube, das ist genau die richtige Gesprächspartner für uns. Super gemacht, Michi, wie Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin mit ein paar der Referentinnen und Referenten auch per Du und will das nicht verheimlichen. Ihre Fragen, liebes Publikum, kommen dann danach gesammelt. Ich bitte in der Diskussion darum, mir die Mühe zu ersparen, lange Einzelvorträge brutal unterbrechen zu müssen. Giulio, ich glaube, du hast irgendeine Interaktion, dass es leicht pfeift. Die letzte Bitte, bevor wir hineinspringen und in die Diskussion gehen, das ist auch eine Bitte an mich selbst, kein Jargon, keine Abfolge von Abkürzungen. Wir sind alle im Gemischtwarenhandel der Forschung unterwegs, aber wir sprechen nicht nur zu Leuten, die das auch den ganzen Tag tun, also erklären, was gemeint ist, keine Kurzslogans, keine Abkürzungen, so gut es eben geht, dass das Thema nicht ganz simpel ist, das ist uns eh allen bewusst. Meine Bitte an euch alle, an Sie alle ist es jetzt einmal, und ich beginne einfach in der Reihe, wie sie hier aufgelistet ist,
kurz zwei Minuten, dass alle Speaker was sagen, warum sind sie stolz und glücklich in Bezug auf Österreich oder Wien, das können sie sich aussuchen. Warum sind Sie stolz und glücklich, hier zu arbeiten? Auf welche Leistungen sind Sie hier stolz und glücklich? Und was ist das eine im Life Science, Medizin, Schnittstelle auch zur Industrie, Schnittstelle zu Patienten und Gesellschaft, was auch immer, was fehlt am meisten? Ich werde das ein bisschen mitschreiben und werde dann in der Diskussion gerne auch noch auf einmal zurückkommen. Bitte einfach aus dem jeweiligen Erfahrungshintergrund, also Anna, du mitten im Labor stehend und mit gleichzeitig mit deinen Kooperationspartnern auf der Medizinuni telefonierend, Eva, du als Innovationsexpertin und so weiter und so fort. Eva, du startest. Dankeschön. Ja, ich glaube, du hast das selbst schon perfekt auf den Punkt gebracht. Der Gesundheitsstandort Wien ist gut, aber hat trotzdem noch Luft nach oben. Was ist gut? Ich glaube, in jedem Fall die akademische Basis, auf die wir sehr stolz sein können. Der Michael hat heute nochmal Daten in die Runde geschickt, die zeigen, dass wir zum Beispiel bei den ERC, also European Research Council, Grants sehr erfolgreich waren in den letzten Jahren und da wirklich in der Top-Liga weltweit mitspielen. Für mich als Innovationsförderin ist natürlich besonders relevant die Unternehmenslandschaft. Da sehen wir eine sehr positive Entwicklung. Im Moment hat die Branche 550 Unternehmen hier im Standort. Hier am Standort alleine in der Medizintechnik hat sich die Zahl der Unternehmen verdreifacht. Und wir haben mittlerweile auch wirklich eine beachtliche Gründungsdynamik und zählen 10 bis 20 Neugründungen pro Jahr. Und das schlägt sich dann nicht nur nieder in der Zahl der Unternehmen, sondern auch in der Wertschöpfung, die von dem Sektor generiert wird. Der ist nämlich in 5 Jahren ist die Wertschöpfung oder der Umsatz von 9 auf 12 Milliarden angestiegen. Dahinter steckt auch ein wirklich ernstzunehmender Talentepool. Wir reden da von 40.000 Beschäftigten in der Forschung und der Innovation im pharmazeutischen Sektor. Und wir sehen auch, dass wenn ein Projekt mal scheitert, was ja zum Wesen der Innovation gehört, dass die Arbeitskräfte wirklich sofort wieder neue Herausforderungen bei anderen Arbeitgebern finden. Was kann noch besser werden? Ist aus meiner Perspektive natürlich die Frage, wie diese Erkenntnisse aus der Forschung dann auch wirklich in eine Praxis übersetzt werden können und eine Implementierung im Gesundheitswesen finden, so dass sie zu unser aller Gesundheit und zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden. Da sehen wir schon immer wieder, dass es hapert, dass es für viele Unternehmen schwierig ist, am Standort Partner für klinische Forschungen zu finden, dass es schwierig ist, in einen Erstattungskatalog zu kommen, um dann auch wirklich im Gesundheitssektor eingesetzt zu werden, dass es auch schwierig ist, Zulassungen zu bekommen, also den Regulatorien gerecht zu werden und da auch wirklich die notwendige Unterstützung zu bekommen von den regulatorischen Stellen. Und ich glaube, auch im Moment zeigt die Covid-Krise, dass es noch hapert am Zusammenspiel der Akteure. Also solange wir es nicht schaffen, in Österreich eine konsistente Teststrategie auf den Boden zu bringen und wirklich eine ordentliche digitale Lösung für ein Contact Tracing, können wir nicht behaupten, dass wir sehr gut sind, sondern haben jedenfalls noch Luft nach oben. Danke. Es ist also nicht nur Rocket Science, wo wir manchmal ein bisschen besser werden müssen, sondern auch das Gegenteil von Rocket Science. Anna, ERC, European Research Council, große EU-Exzellenzförderungen sind schon erwähnt. Du hast einen davon. Du kannst aber auch gerne an einer anderen Stelle mit dem Pluses und Minusen beginnen. Danke nochmal für die Einladung. Also ich glaube, in Österreich hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren extrem viel getan und Österreich
und ich als Österreicherin bin da sehr stolz drauf. Ich glaube, es gibt einige Standorte, die einfach extrem gut finanziert sind, extrem gut organisiert sind und wo auch Synergien zwischen den verschiedenen Forschungsfeldern extrem gut ausgenutzt werden. Und ich bin in einer glücklichen Position, an einem dieser Forschungsinstitute forschen zu dürfen und auch Daten generieren zu können, die es mir erlaubt zu haben, einen ERC Starting Grant einzuwerben und quasi das auch weiterhin auszunutzen. Ich glaube, ganz wichtig in Österreich ist auch die Präsenz von der Pharmaindustrie und Biotech. Ich glaube, es macht einen enormen Unterschied für den Standort, nicht nur für den wissenschaftlichen Austausch, sondern auch die praktische Anwendung von Forschungsergebnissen und auch, wie schon vorher erwähnt, dass es einfach Zukunftsperspektiven für jene bietet, die in der Industrie Fuß fassen wollen von der Akademie. Und als Problem oder als ausbaufähig sehe ich schon eines, und zwar, dass sich in den letzten Jahrzehnten einfach ein duales System entwickelt hat. Nämlich Eliteforschungseinrichtungen, die extrem gut finanziert sind, aber oft aufgrund der Größe auch keine langfristige Perspektive bieten können. Und es dementsprechend sehr viele gute, herausragende junge Forscher gibt, in die sehr, sehr viel Geld investiert wurde und die in einer sehr produktiven Phase in ihrer Karriere stecken, aber dann nicht in Österreich gehalten werden können. Und auf der anderen Seite haben wir das öffentliche universitäre System, die zwar Lebenszeitstellen bieten, aber gleichzeitig die leere Schultern und oft keine oder sehr schlechte Basisfinanzierung haben. Und ich denke, dass genau diese Lücke geschlossen werden muss, und zwar mit dem Ausbau von Stellen, die eine leistungsorientierte Langzeitperspektive bieten und Fördermitteln mit einem entsprechend großen Fördervolumen, die eine durchgängige Finanzierung erlauben, um Forschung auf dem Spitzenniveau auch außerhalb der gut finanzierten Institute zu ermöglichen. Wir beide vergessen nicht, was du jetzt gesagt hast, weil das ist ein Punkt, auf den wir nochmal zurückkommen sollten. Immerhin hat jetzt nach, glaube ich, 20 Jahren hat es den ersten Schwung an Berufungen von Leuten aus den Instituten wie eben dem CEM oder dem IMB an Universitäten auch gegeben, dass das eine Durchlässigkeit gibt, aber das löst noch nicht das ganze Problem. Frau Professor Pollack, die MedUni hat, wenn man es so anschaut, ein riesiges Budget. Und dann schaut man aber hin, dass das 3000 Academics sind, die da arbeiten. Also Fülle und Knappheit zugleich. Was läuft gut und was läuft weniger gut? Ja, die MedUni Wien ist natürlich wie der Name schon sagt, in erster Linie eine Universität. Also wir sind ein Ausbildungsbetrieb und wir sind ein öffentlicher Ausbildungsbetrieb, den der Großteil der Mediziner Österreichs ausbildet. Das ist unsere Kernaufgabe, eine unserer Kernaufgaben. Und ein großer Teil des Personals der MedUni sind auch die Ärzte, die im AKH Wien arbeiten, die natürlich auch Forschungsaufgaben haben und auch exzellente Forschung leisten, aber nicht reine Forscher sind und schon gar keine Grundlagenforscher sind. Und dann gibt es Leute wie mich, die Vorkliniker, die das Glück haben oder das Vergnügen haben, Forschung im akademischen Bereich machen zu dürfen, mit vielen, vielen anderen Aufgaben auch dazu. Wir haben einen großen Vorteil in Österreich, in Wien, an der MedUni Wien, in unserem direkten Zugang zur Medizin, unserem direkten Zugang des Austausches mit den klinischen Kollegen, der Möglichkeit der translationalen Forschung, Möglichkeit der Zugang zu Patienten. Das ist etwas, was uns auszeichnet und was sicher eine große Stärke darstellt. Aus der Sicht der akademischen Forschung, aus der Sicht der Universität, zeigt sich etwas, was auch schon vor ein bisschen angesprochen wurde. Österreich ist ein Land mit sehr rigiden Strukturen. Wir haben, was in vielen Fällen oder vielen Bereichen des Lebens von Vorteil sein mag, ein sehr engmaschiges Regelwerk, was das gesamte Leben, das universitäre Leben sowie das gesellschaftliche Leben auch betrifft. Aber Forschung ist dynamisch und Forschung ist interaktiv und Forschung ist jetzt. Und Forschung muss am Puls der Zeit sein und nicht übermorgen, sondern heute. Und das ist, glaube ich, ein Bereich, wo es Verbesserungspotenzial gibt, damit wir uns in einer Dynamik bewegen können, die den Life Sciences und den Anforderungen der Life Sciences gerecht wird.
Und wir beide denken daran, dass wir das auch wieder aufnehmen und an ein paar Stellen konkretisieren. Das kann Arbeitszeit sein, das können Geldmittel sein, das kann sein, wie man zum Beispiel nicht akademische Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im klinischen Betrieb einbaut und so weiter. Also da fallen mir gleich eine ganze Reihe von solchen ungeheuer regulierten Bereichen ein, die dann entweder noch einmal strenger oder so schlampig, dass es erst wieder nicht in irgendeiner Weise hilfreich ist, abgewickelt werden. Also, dass wir da dann vielleicht zwei, drei Dinge aufspießen und identifizieren und sagen, da gehört etwas anders. Herr Sixt, pure luxury, ja, Sie haben das beste Gesetz, das in Österreich je im Bildungsbereich geschrieben worden ist, als Rechtsgrundlage für das AST. Bei Ihnen wird wahrscheinlich nur Plus kommen. Also sind die Zeitungen voller Seilbahnen. Wahrscheinlich werden Sie sich jetzt auch von der Stadt Wien eine Seilbahn nach Klosterneuburg wünschen. Aber wir werden sehen, was von Ihnen kommt. Bitte. Ja, also man muss ja sagen, Sie haben es ja eingangs schon gesagt, ich meine, der Grund, warum ich zum Beispiel nach Österreich gekommen bin, war die Gründung vom AST Austria. Und ich glaube, man kann es schon mittlerweile als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Wir sind 10 Jahre alt und es war einfach eine unglaublich mutige damals und extrem gute Entscheidung, sich so ein breit angelegtes Grundlagenforschungsinstitut zu leisten. Das ist wirklich ein extrem cleverer Schachzug gewesen. Man muss ja sagen, sowas gibt es nicht oft. Ja. Diese Postgraduierten-Universität in der Breite, also ein Postgraduierten-Forschungsinstitut in der Breite, gibt es nicht an vielen Orten. Ja, das Weizmann-Institut ist das beste Beispiel dafür und dem eifern wir nach. Wir sind natürlich erst auf dem Weg dahin. Aber man muss sagen, das war für mich wirklich eine unglaublich mutige und erfolgreiche Entscheidung für Österreich. Und wir sprechen jetzt hier ja speziell über biomedizinische Forschung und um Pharma. Und man muss ja sagen, dass mittlerweile dieses disziplinäre, eingeteilte Forschung in der Form existiert immer weniger. Ja. Es wird immer mehr so, dass Big Data, Technologie und alle Bereiche der Wissenschaften einen enormen Einfluss haben auf die auf das Gesundheitssystem. Und eigentlich war es ja schon immer so, wenn man sich überlegt, die Computertomographie ist ein Nebenprodukt der Kernforschung gewesen. Ja? Also keiner hat jemals drüber nachgedacht, dass man das für einen spezifischen Zweck einsetzen kann und dann wird daraus ein Tool, um Millionen von Menschen das Leben zu retten. Und das ist eben wirklich der Grundgedanke der absoluten Grundlagenforschung, ist sicherlich was in Österreich gefehlt hat und nach wie vor auch gestärkt werden kann. Und genau da sehen wir am IST die Aufgabe. Und das erfordert natürlich komplette Vernetzung mit allen anderen Bereichen, wobei man sagen muss, Vernetzung von Wissenschaftlern passiert automatisch. Ja, sobald man gute Leute an einen Ort bringt, werden die sich inhaltlich automatisch vernetzen. Ich meine, da kann man Strukturen dafür, Hilfsstrukturen zur Verfügung stellen, aber es wird automatisch passieren. Also ich sehe vor allem den Standortpunkt so, dass man darf das auf keinen Fall als Nullsummenspiel sehen, sondern das ist ein einziger großer positiver Feedback-Loop. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren schon extrem viel getan in Österreich. Vielleicht, was könnte besser sein? Ja, die Anna hat es eigentlich schon erwähnt, das wäre auch ein zentraler Punkt bei mir, langfristige Perspektiven für junge Talente. Ja, wir haben am Institut dieses typische Tenure-Track-System und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Pluspunkt für uns, auch in der Kompetition mit anderen hervorragenden Instituten, Leute wirklich zu uns zu holen. Und da sehe ich schon oft auch die Probleme, dass
es gibt gute Nachwuchsförderung, gute Startförderung und dann, wenn die Leute richtig durchstarten, gibt es plötzlich keine Gelegenheit, erfolgreich weiterarbeiten zu können. Also da muss sicherlich noch einiges gemacht werden. Und ja, vielleicht auch, wenn es um den Business-Aspekt, sagen wir mal, geht, man muss es vielleicht auch ein bisschen, oder wir versuchen es ein bisschen breiter zu sehen als hier nur im Pharma-Bereich. Wo, glaube ich, auch noch viel getan werden könnte, ist, dass jemand, der jung ist, jemand, der eine gute Idee hat, die Möglichkeit bekommt, die umzusetzen und kommerziell umzusetzen, und zwar ohne dabei sein eigenes Leben, seine eigene Karriere komplett für den Rest seines Lebens aufs Spiel zu setzen. Möglichst jung muss es unserer Meinung nach möglich sein und möglichst natürlich unbürokratisch. Danke, auch darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Einer der, da haben wir jetzt gleich einen Serial-Entrepreneur, den Giulio. Ich möchte aber mit was anderem beginnen. Ich habe gestern um 10 aus dem ZEM am Abend noch ein Mail bekommen von einem deiner genialen Gruppenleiter, dem Andreas Bergtaler, der quasi in Eigenregie sich mit einer ganzen Riesengruppe an österreichischen Forscherinnen und Forschern aus Krankenhäusern, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden in ein Experten-Tracing und Tracking bei Corona eingehängt hat und das über die Analyse der Genome des Virus und vor allem der Genome, wie sich die einzelne Veränderungen sind und man damit auch Rückverfolgbarkeit machen kann. Und das ist gestern in einem der Science-Familie der prestigiösen Science-Magazine veröffentlicht worden. Und das ist ein riesen Line-up von Leuten, die sich sonst so vielleicht gar nicht gefunden hätten. Und da scheint was drin zu sein in der Geschichte, was es vor 10 Jahren so vielleicht noch nicht gegeben hätte. So, das war jetzt eine Suggestivfrage an den Giulio Soberti vorher. Also, Dankeschön. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne sagen würde, aber ich werde jetzt zunächst einmal das spezifisch besprechen. Der Andreas Bergtaler hat tatsächlich was Tolles geleistet. Ich nehme sozusagen, ich habe das Privileg, es suggeriert zu haben, als es hieß, was können wir einzigartig machen, war das klar, dass wir diese Erfahrung mit virale Evolution, beziehungsweise Andreas hatte die Erfahrung mit virale Evolution und dann haben wir das vorgeschlagen. Und er hat in seiner, auf Englisch nennt man das fearless, also ohne Furcht, hat er tatsächlich alle diese Kolleginnen und Kollegen kontaktiert und sein Team umgestaltet und auch sehr, sehr viele Mitarbeiter am ZEM. Und hier ist eine Beschlagung mit dem Freud-Museum, was uns ein bisschen ausmacht, und das ist vielleicht ein bisschen anders, wie am Easter wieder Michael Stark. Und wir glauben total, dass es Hilfe braucht, damit Menschen zusammen reden. Wir nehmen ihnen einfach immer Ängste weg. Also wenn ein Gruppenleiter kommt, sagen wir, hab nicht Angst und tu zusammenarbeiten. Und wir nennen das Super Cooperation, das kommt von Martin Novak. Und diese Super Cooperation, die Menschen sind trainiert, zusammenzuarbeiten und selbstverständlich zu betrachten und Vertrauen aufzubauen. Und das wirkt. Und das wirkt in solchen Situationen ganz besonders. Und es wird geübt. Und jetzt ganz kurz, wie sind wir dazu gekommen? Also ich bin Europäer, ich bin in Mailand geboren, ich kenne diesen Nationalstolz gar nicht. Ich finde, man soll es auch abbauen. Ich glaube, wir sind da in postnationalem Zustand. Ich kenne diesen Stolz, es ist schön, in Österreich zu sein, schön, wenn man sogar Österreicher ist. Ich bin immer angsterregend, wenn der Bundeskanzler von Österreicherinnen und Österreicher nennt. Es gibt sehr, sehr viele, die es nicht sind und die trotzdem hier sehr sich wohlfühlen und sehr viel beitragen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein kann, weil ich viel besser forschen kann wie in sehr vielen anderen Ländern. Ich habe in verschiedenen Ländern erforscht. Und was es ausmacht, ist, die Menschen haben einen Grundvertrauen in Technik und Wissenschaft. Sie haben auch eine bessere Ausbildung wie sehr viele andere Länder. Die respektieren Leistung. In
gibt. Natürlich ist der Wiener ein bisschen skeptisch auf Streber aus dem Ausland, aber im Prinzip respektiert der Wiener Leistung. Es gibt kurze Wege, über den Michael Stampfer kann man relativ schnell alle kennenlernen. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr praktisch, weil es in einem größeren Land sehr schwieriger ist. Zum Beispiel kann man beim Einkaufen den Bundespräsidenten treffen oder man trifft ihn irgendwie in der Straßenbahn, was nicht überall der Fall ist. Zugang zu Talente. Wir haben einen wahnsinnigen Pool von Talenten, erweiterten Kakanien, aber auch Italien dazugehörend und Spanien. Ich meine, Wien ist ein Land, wo sehr viele Leute gerne kommen. Es hat diese Lebensqualität, die phänomenal ist, hat sich herumgesprochen. Deswegen haben wir auch Angst jedes Mal, dass ein xenophobischer Ton von der Politik kommt, das immer schlechtere Wirren hat, als sich die Menschen, die diesen Ton geben, sich vorstellen, auch auf der Standort. Es ist ein fragiles System und man muss aufpassen, was man sagt. Es ist phänomenal und ich meine, früher war das immer so, dass ich gesagt habe, bei den Einstellungen von Kolleginnen und Kollegen, es ist eine Stadt, zum Beispiel Wien, und wo der Bürgermeister ein Cocktail für internationale Forscherinnen und Forscher gibt einmal im Jahr. Das hat er 3 Jahre lang gemacht. Die Leute haben es mir nicht geglaubt. Ich habe gesagt, das findet jetzt statt. Aber natürlich, es ist natürlich etwas, was in Mailand es nicht gibt und es ist in Paris gibt es das nicht und in London gibt es das nicht und so weiter. Und das ist wahnsinnig fehl. Zu wirklich große Projekte, Mut, große Kuchen zu backen. Es ist immer alles so, ein bisschen möchte gerne, es ist immer alles ein bisschen derivativ, es ist immer so, also Easter ist einer der wenigen Male, wo man nicht gekleckert hat oder wo man wirklich so was Tolles gemacht hat, aber sonst ist es immer so, total erfolgreich, wir haben das gleiche Budget wie vor 10 Jahren, ich meine, come on, ich meine, in welchem Land geschieht das? Ich meine, es ist überhaupt nicht leistungsorientiert, null leistungsorientiert, wirklich null, und das, wir können gleich auch vom vielen Geldgeber sprechen. Und natürlich ist es auch so, ich höre hiermit, die Softwareindustrie ist sehr, sehr gut. Es spricht Böhringer hauptsächlich, weil Böhringer ist der große forschende Unternehmen. Sicher ist es ganz toll, wenn wir jetzt Pharmik-Zuhörer haben, dass ich kurz eine Bemerkung machen. Das, was uns aus einer Krise holt, wo wir geschätzt 70 Milliarden in Österreich am BIP verloren haben, ist nicht eine Lösung, die aus der Pharmaindustrie kommt. Es ist eine Lösung, die aus der Industrie kommt, gebaut aus der, und der Michael hat es richtig gesagt, sagen wir, explorativen Forschung vom Ugo Sahin, einen ERC-Grant und auf einem RNA-basierten Impfstoff. Na, RNA-basierten Impfstoff ist das 0,0001% aller Impfstoffe. Das heißt, es ist hier investiert und das heißt, wir werden aus der Covid-Krise kommen, nicht weil wir es können, sondern weil wir tatsächlich Personen haben in der sogenannten Grundlagenforschung, die etwas wagen, das wirklich revolutionär ist. Und das wird dann umgesetzt und mit der Partnerschaft mit der Pharmaindustrie möglich. Das heißt, für die Pharmafirmen, es ist nicht nur, dass die Forschungsprämie, die Pharmaindustrieprojekte, die wichtig ist, sondern es ist die gesunde und sehr aktive Grundlagenforschung, die wahnsinnig wichtig ist, damit man ernten kann, das, was man sieht. Und jetzt schauen wir, danke vielmals, ich habe mir viele Notizen schon gemacht. Jetzt kommen wir zum Saatgut, zum Behälter mit dem Saatgut für die Grundlagenforschung und schauen, wie voll das ist oder leer das ist. Die Zahlen sind für Österreich so, dass wir wirklich uns selber einerseits auf den Kopf schlagen müssen, weil wir uns denken müssen, na hallo, warum geben wir denn so wenig Geld für so wichtige Dinge aus? Und andererseits uns auf die Schulter klopfen können, was, mit so wenig Geld bringen wir so viel zusammen? Ein Schweizer Forscher oder eine Schweizer Forscherin kann ungefähr von seinem Forschungsförderungsfonds 4-mal so viel Geld abholen wie ein österreichischer Forscher oder eine österreichische Forscherin. Und in den Niederlanden ist es 3-mal so viel und in Deutschland ist es 2,5-mal so viel. Also bitte um ein paar kurze Hinweise und
Informationen, wie ihr in diesem System diese mutige Grundlagenforschung machen könnt. Ich fange mit der Frau Pollack an. Bitte einfach um ein paar kurze Schlaglichter. Haben wir genug Geld? Wenn nein, wo fehlt's? Und was zum Teufel sollten wir tun, um uns vor uns selbst zu retten? Es ist nie genug Geld. Aber das Geld ist immer da, es ist nur woanders. In der Grundlagenforschung ist bei weitem nicht genug. Die Grundlagenforschung wird ja in Österreich zu einem ganz großen Teil über den FWF, den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, finanziert. In der akademischen Forschung, weil bei uns an der Universität gibt es ja bekannterweise kaum Basisfinanzierung, also nicht vorhanden. Ich habe meine gesamte Karriere als unabhängige Forscherin dem FWF zu verdanken. Alle meine Projekte, die finanziert wurden, die es mir erlaubt haben, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin, wurden durch den FWF gefördert. Das Problem oder einer der Probleme ist wahrscheinlich, dass der FWF ja Forschung allgemein fördert, Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, nicht nur die Life Sciences. In anderen Ländern ist das anders. In Amerika zum Beispiel gibt es den NIH. Der NIH fördert nur Medizinforschung. Hier wird das Geld auf alle Forschungsrichtungen in einigermaßen gleichen Prozentsätzen verteilt. Man würde ja meinen, dass das in Zeiten wie diesen es den Leuten klar wird, dass es viel teurer ist, erst später zu reagieren. Dass es viel, viel billiger ist, präventiv als therapeutisch zu arbeiten im Sinne der Forschungsförderung. Das bedarf eines gewissen Umdenkens in Österreich. Ein weiteres Problem ist auch, dass es in Österreich kaum private Geldgeber gibt. Es gibt kaum Stiftungen, es gibt kaum reiche Privatpersonen, die Forschung finanzieren wollen. Das ist zum Teil ein politisch gesteuertes Problem. Das ist nicht meine Expertise, aber es hat etwas mit Spenden und Steuerwesen zu tun, dass es den Leuten nicht gerade angenehm macht, Forschung in großem Maße unterstützen zu wollen. Das müsste man nicht neu erfinden, da reicht ein Blick über die Grenzen und man könnte sehen, wie man so etwas möglich macht. Und damit wäre uns sehr geholfen und man würde auch die staatliche Förderung entlasten. Danke. Eine Nachfrage. Mehr Geld für den FWF oder mehr Grundmittel für riskante Grundlagenforschungsprojekte an den Universitäten selbst? Ich weiß schon, beides ist die Antwort, aber... Ja, ich glaube, ganz wichtig ist Qualitätskontrolle und Wettbewerb ist gut. Qualitätskontrolle und Wettbewerb ist gut. Besser als allgemein zu verteilen, finde ich schon, zum Beispiel einer Institution wie dem FWF mehr Geld zur Verfügung zu stellen, um dass sich dann alle kompetitiv bewerben können. So wird sichergestellt, dass die Besten der Besten auch das Geld bekommen. Danke. Anna, du arbeitest an einer Einrichtung, die zwar nicht bis an das Ende deiner Berufstätigkeit dir eine Garantie abgibt, aber während du dort arbeitest, du eine Gruppe gut finanzieren kannst und du hast vom European Research Council einen 7-stelligen Grant bekommen und bist damit momentan wahrscheinlich in einer ganz guten Situation. Aber was kostet denn eigentlich ein Labor wie deines pro Jahr, nur damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer sich überhaupt vorstellen können, Forschung frisst auch Geld. Das gibt's nicht geschenkt oder zum Billigtarif. Ja, das ist definitiv so. Also ich hoffe, Sie können mich alle hören. Die Verbindung ist hoffentlich gut. Es ist tatsächlich so, dass ich mir die Zahlen jetzt mal angeschaut habe und wir befinden sich da tatsächlich uns im mehrstelligen mehrere hunderttausend Euro pro Jahr, die so eine Forschung dann tatsächlich frisst, sage ich mal. Ich bin tatsächlich in der privilegierten Situation, dass ich mich da diesbezüglich gar nicht so intensiv damit auseinandersetzen muss,
da wir eben eine Grundfinanzierung haben. Also ich habe momentan keinen FWF-Grant, ich habe einen ESC und einen WWTF-Grant. Und diese Grundfinanzierung war für mich im Start der Arbeit, als ich meine Arbeitsgruppe gestartet habe, tatsächlich eine unglaubliche Befreiung. Denn ich konnte mich tatsächlich darauf fokussieren, Wissenschaft zu machen und Daten zu generieren für ein Projekt, das wahrscheinlich für einen Standalone für den FWF vielleicht zu risikoreich gewesen wäre. Und das war für mich ganz wichtig, diese Freiheit zu haben. Ich glaube jedoch nicht, dass sich Österreich darauf verlassen kann, Spitzenforschung über den ESC abzudecken, weil Altersbeschränkungen und keine Finanzierung die trotz exzellenter Evaluierung definitiv massive Probleme repräsentieren und das tatsächlich mit Sicherheit über nationale Forschungsförderungen abgefangen werden muss. Und ich kann der Frau Dr. Pollack da nur zustimmen, was sie vorher gesagt hat. Es gibt einfach nicht genügend Mechanismen, um diesen Bedarf kompetitiv abzudecken. Eva, viele der Startups, die ihr betreut und die unter eurer gärtnerischen Hand auch wachsen, die kommen ja aus den Unis heraus, nicht? Weil die müssen ja vorher was geforscht haben, damit sie überhaupt in der Lage sind, ein sogenanntes wissensbasiertes Unternehmen zu gründen. Was ist da dein Blick? Kommen die halb verhungert in die Gründerphase oder ist es ihnen vorher eh ganz gut ergangen und nachher wird es erst schwierig? Erstaunlicherweise kommen die Mehrzahl der Gründungsprojekte eigentlich nicht aus der Akademie, sondern aus sind Spin-offs von schon bestehenden Unternehmen. Aber erfreulicherweise ist auch die Zahl der Ausgründungen aus den Universitäten im Steigen begriffen. Und da gibt es, glaube ich, vor allem für diese frühen Gründungsphasen eigentlich eine sehr, sehr attraktive Förderlandschaft in Österreich. Das hören wir auch immer wieder von Unternehmen. Mhm. Jetzt bin ich keine Expertin für die Finanzierung der Grundlagenforschung, aber ich möchte trotzdem da auch mein Commitment abgeben, dass ich glaube, das ist extrem wichtig, um eine solide Basis zu haben. Und zwar, so wie der Herr Sixt vorhin gesagt hat, nicht die anwendungsorientierte Grundlagenforschung, sondern die völlig erkenntnisgetriebene und ergebnisoffene, die dann erst die Basis schafft dafür, dass man überhaupt an Anwendungen denken kann von neuen technologischen, also oder von neuen Erkenntnissen. Ja. Was wir auch glauben, ist, dass Infrastruktur ein Riesenthema ist. Also dass auch Publikationen in Science and Nature hängen nicht nur davon ab, dass ein brillanter Kopf dahinter steckt, sondern dass man die Geräte hat, die überhaupt ermöglichen, da einen High Throughput zu erreichen und eben auch einfach neue Methoden anzuwenden. Deshalb haben wir einen Schulterschluss aller akademischen Einrichtungen da auch wirklich honoriert, die ja gemeinsam die Vienna Biocenter Core Facilities aufgebaut haben und die in den letzten 10 Jahren schon mit 60 Millionen Euro ausgestattet wurden vom Bund und der Stadt Wien gemeinsam. Die Stadt Wien hat auch schon beschlossen, eine Fortführung dieses Investments. Also dort werden neuerlich 18 Millionen Euro in die Hand genommen. Und wir warten noch auf eine fixe Zusage des Bundes, hoffen aber, dass das nur eine Frage der Zeit ist, weil wir eben glauben, dass das wirklich ein ganz wichtiger Beitrag ist, um auf Basis dieser Infrastruktur dann auch Drittmittel anwerben zu können. Danke, Eva. Apropos Frage der Zeit, bitte die nächsten Antworten sehr kurz. Herr Sixt, wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie vielleicht, dass es neben dem Grundlagenforschungsinstitut das hauseigene Gründertechnologie-Transferzentrum gibt. Vielleicht erzählen Sie da ein paar Worte. Und der Giulio hat diese Wortmeldung schon in seiner vorherigen längeren konsumiert, aber ich habe dann auch noch eine ganz kleine Frage an ihn, die er aber dann ganz kurz beantwortet. Herr Sixt. Ja, hinter dem Gründerzentrum, das neben Institut entsteht und das getrieben wird von Niederösterreich, die das bauen, ist natürlich die Idee, dass wenn man viele innovative Leute, Top-Wissenschaftler auf einen Haufen setzt, dann kommt da
völlig unvermeidlich was raus, was anwendbar ist und was später nützlich sein wird. Jetzt gibt es natürlich völlig unterschiedliche Arten von Wissenschaftlern. Manche, die dafür grundsätzlichen Interesse haben, das heißt, die eigentlich immer bei jedem, was sie machen, eigentlich schon im Hintergrund auch mitdenken, ja, könnte man daraus tatsächlich was kommerziell Interessantes machen? Das ist einfach eine Persönlichkeitsfrage. Das versuchen wir natürlich intern zu fördern und da haben entsprechend Programme, Vorträge und also versuchen eine Kultur, ein Ökosystem aufzubauen, in dem dieses Entrepreneurship jetzt nicht unbedingt bei den Professoren, sondern vor allem bei den jungen Leuten, bei den Postdocs und bei den Doktoranden, wo das gefördert wird. So, das ist das eine. Das andere ist, ja, dass natürlich manche Leute nur ein rein akademisches Interesse haben und sich eigentlich auch überhaupt nicht melden würden, wenn sie irgendwas Interessantes oder was Verwertbares gefunden hätten. Und da versuchen wir eben das Ökosystem zu schaffen, dass das Institut das überhaupt mitkriegt, ja, dass quasi jemand, dass unser IP-Department da ist und eigentlich immer schaut und versucht gut zu beobachten, gibt es da irgendwas, was tatsächlich fürs Institut verwertbar ist und dann in lokaler Nähe eben mit vielen internen Förderungsprogrammen, dass eben die Schwelle quasi gesenkt wird für einen jungen Postdoc oder einen jungen Doktoranden tatsächlich in eine entrepreneurial Richtung zu gehen. Beim Weizmann-Institut in Israel, das Sie als ein Vorbild zu Recht nennen, fließen seit vielen Jahren, das gibt es ja schon, so, ich glaube, seit den 50er oder 60er Jahren, mittlerweile seit 20, 30 Jahren wirklich die Lizenzgebühren für die Patente nur so zurück. Giulio, bei dir, ich komme jetzt gleich, leite gleich über zur nächsten Runde mit dir. Sag uns eine Zahl, wie viel Grundmittel, also im Verhältnis, was ist denn dein Grund 1 zu x Grundbudget und alle anderen Mittel, weil das CEM ist eines der Einrichtungen weltweit in der Biomedizin, die pro Artikel, der geschrieben wird, pro wissenschaftlicher Publikation die höchste Anzahl an Zitaten erntet. Also offenbar seid ihr erfolgreich. Was ist da der Mix, in dem ihr unterwegs seid finanziell? Nur ganz kurz und erzähl uns dann in ganz wenigen Worten, was macht euch so produktiv? Ich stopp die noch 1,5 Minuten ab, weil ich nicht anders kann. Okay, also ich wurde heute dem Trumpismus angeschuldigt, dass ich meine Zeiten nicht einhalten bei Gesprächen, aber ich habe nur leider Kolleginnen. Ungefähr 50% unserer Mittel kommen aus Drittmittel- und Industriepartnerschaften. Was macht uns erfolgreich? Wir könnten noch viel mehr erfolgreich sein, wenn wir nicht ständig dem Geld nachrennen würden. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, die bewusst sind, dass im 9. Wiener Bezirk Phänomenales stattfindet. Die Leute wissen nicht zum Beispiel, dass die Medizinische Universität bei weitem am meisten Paper im Land produziert, also ist die Institution, die am meisten produziert, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, weil wenn man die 100 meistzitiertesten Paper der letzten 10 Jahre sind, kommen 40% im Wiener Bezirk. Aber alle in Wien würden auf den 3. Bezirk tippen, den ich liebe, weil ich mitgegründet habe. Ich bin ja mit dem Max Pinschel aus Wien, aus Zürich gekommen. Aber das wissen die Leute nicht oder sie schweigen das, weil sie das nicht hören wollen. Also für die Stadt Wien, liebe Eva, baut schön alles im 3. Bezirk, aber was wir brauchen dringend im 9. Bezirk in ein Tech Transfer Building mit Inkubator, weil alle unsere Ausgründungen haben im 3. Bezirk gehen müssen. Also es gibt hier eine absurde Asymmetrie, die irgendwie jetzt, Covid ist ein gutes Beispiel, ich kann gar nicht mehr drohen den Leuten mit gesundheitlichen Folgen ihrer Taten, weil sie werden ja schon bestraft irgendwie von den eingeführten Viren. Aber ja, mehr Geld brauchen. Wir machen mehr Geld für die Grundlageforschung, sogenannte Grundlageforschung FAF, muss viel größer Kuchen, eine Misere, zu kleine Grants, zu lange. Wir brauchen 9 Monate, um 300.000 Euro zu kriegen. Kinder, das geht nicht. Ja,
300 Euro müssen entweder zufällig gewürfelt werden oder es müssen 3 Millionen sein und dann aber kompetitiv. Kompetitiv heißt eine Panel-Discussion, welche sind die besten Grants, die angekommen sind. Also für die neue FF-Präsidentin wünschen wir eine viel dezidierte Intervention, dass tatsächlich die Exzellenz gefördert wird und in größeren Paketen. Und natürlich wünschen wir den FF das dreifache, fünffache, zehnfache Budget, sobald die Pharmik versteht, dass die Grundlageforschung wahnsinnig wichtig ist für die Pharmafirmen ist. Wie können wir das besser sichtbar machen, Herr Six? Sie stellen Liegestühle auf und holen junge Leute und Nobelpreisträgerinnen und andere Leute an das IST. Was sind 2, 3 Dinge, damit wir uns schütteln und verstehen und das tun, was der Giulio gerade zu Recht eingefordert hat, was ich jetzt gerne wiederholen würde, aber aus Zeitgründen nicht wiederholen kann. Ganz kurz, 2, 3 Sachen. Wie können wir uns selbst aufwecken als ein Forschungsland, das wir sind, das aber noch viel besser werden könnte? Ja, ich habe es vorher schon mal gesagt. Ich meine, dieses ganze System ist absolut kein Nullsummenspiel, sondern es ist ein einziger positiver Feedback. Sobald es mal losgeht, zieht das Neue an. Und man muss ja grundsätzlich sagen, Julia hat es ja hervorragend ausgeführt, wir sind ein unglaublich attraktiver Standort. Ich meine, unser großes Kapital ist, dass wir in Wien sind. Ja? Und dass Leute extrem gern daherkommen. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich nur noch die Freiheiten bieten. Also A, die finanziellen Freiheiten, die langfristigen Perspektiven in der Grundlagenforschung und die technologischen Voraussetzungen. Frau Pollack, Wiener Schule, das war ein Begriff, also als leidgeprüfter Vater von Schulkindern habe ich mit Wiener Schule im Moment eine andere Assoziation, aber die Wiener Schule der Medizin, das war einer der 3 oder 4 oder 5 großen medizinischen Innovations-Hothouses vor 1920, 1930, vor 1938. Wir haben uns das alles selbst sehr mitgeholfen im deutschen Sprachraum, das alles zu vernichten. Wie weit sind wir von sowas wieder noch weg? Können wir überhaupt dort wieder hinkommen, dass wir einer der 10, 12, wahrscheinlich ist das alles viel multipolarer jetzt geworden, aber wie weit können wir wachsen, wenn nur das, was Ihre Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, entsprechend umgesetzt werden? Können wir die absolute Spitze vorstoßen oder sind wir halt ein guter Staat, dazu verdammt gut, aber nicht ganz erstrangig zu werden? Es gibt, ich denke mal, es gibt überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass wir das können. Warum auch nicht? In bestimmten Bereichen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich Schwerpunkte zu setzen. Keiner kann alles können. Sowohl nicht auf die Einzelperson als auch die Institution, als auch das Land. Das ist zum Beispiel eine Situation, die wir in der Universität erfahren, wo es ja den berühmten Triple Track gibt. Die Mediziner sollen Klinik machen, Lehre und Forschung. Keiner kann alles gleich gut. Österreich ist ein Land, in dem sehr viel Gleichmäßigkeit gerne gesehen wird und Spitze immer ein bisschen suspekt ist. Das muss sich ändern. Es muss dorthin gehen, dass man sich traut, Talente zu identifizieren und die Leute auch spezifisch einzusetzen und spezifisch zu fördern. Wenn die anderen genannten Rahmenbedingungen, vor allem die finanziellen, geschaffen werden, gibt es überhaupt keinen Grund, warum wir nicht in einzelnen Bereichen Weltspitze sein sollten. Eva, die Stadt Wien zeigt die Forschung sehr her. Vielleicht kannst du ähnlich in ganz kurzen Worten, wie das Michael Sixt vorher gesagt hat, zu sagen, wo haben wir den Scheinwerfer eh schon drauf und wo können wir noch den Scheinwerfer, der schon recht hell leuchtet, noch einmal um eins aufdrehen. Um auch, und
ist das Auftragen des Scheinwerfers, bitte kurze Antwort auf die Frage, je heller man ihn macht, desto mehr schwindet die Technikskepsis. Also ich bin ja nicht so optimistisch wie der Giulio, was die Technikbeglückung der Österreicher betrifft, aber jetzt bist du dran, du weißt schon, was ich meine. Zwei Assoziationen dazu. Die eine zur Technikskepsis und zur Wiener Schule, weil wir ja wirklich glauben, dass eben Talente einer der allerwichtigsten Standortfaktoren überhaupt sind und wir schon bei den Jugendlichen anfangen, die leider in Wien noch immer in zu niedriger Zahl in diese sogenannten MINT-Fächer streben, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Wir haben ja deshalb vor vielen Jahren schon das Forschungsfest ins Leben gerufen, um da auf spielerische Art und Weise zu zeigen, dass in Wien geforscht wird und dass das auch spannende Berufsperspektiven eröffnet. Da erleben wir eigentlich keine Technologieskepsis, sondern hatten ganz im Gegenteil beim letzten Mal 15.000 Besucherinnen und Besucher an einem Wochenende. Mit den Wiener Schulen gemeinsam versuchen wir da jetzt auch wirklich in die Schulen reinzukommen und gestalten mit der Bildungsdirektion gemeinsam Workshops, wo wir eben so Zukunftsberufe herzeigen und als Ausbildungs- und Karrierepfad auch schmackhaft machen wollen, den Wiener Jugendlichen in der Phase der Berufsorientierung, also mit 13, 14 Jahren. Und die zweite Assoziation ist das klassische Standortmarketing, wo wir uns ja auch als Lisa Wiener sehr engagiert haben in den letzten Jahren und eben dafür gesorgt haben, dass Wiener Unternehmen und Wiener Forschungseinrichtungen auf internationalen Fachmessen präsent sind. Da gibt es auch wirklich einen Zusammenschluss aller Bundesländer aus Österreich, sodass man dann nicht im Wettbewerb Tirol gegen Wien antritt, sondern Österreich ist klein genug, um quasi da wirklich Österreich zu repräsentieren. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die positive Entwicklung, dass mittlerweile internationale Fachmessen nach Wien kommen wollen. Die erste war die BioEurope, also eine ganz wichtige Partnering-Messe in der Biotechnologie. Aber auch das European Forum of Industrial Biotechnology kommt zum Beispiel nächstes Jahr nach Wien. Wir hatten die BioEquity schon in Wien, wo Kapitalgeber quasi die jungen Talente treffen, um ihre Pipelines zu füllen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es uns wirklich gelingt, Wien immer besser auf die internationale Landkarte zu bringen. Du hast das Stichwort Talente und junge Leute genannt und das bringt mich zur dritten und letzten Runde, für die wir noch 5-6 Minuten haben. Wir brauchen Talent, also offenbar brauchen wir Geld, darüber haben wir schon gesprochen. Offenbar brauchen wir Strukturen und Zustimmung, darüber haben wir auch gesprochen. Aber wir brauchen Leute in allen Alterskategorien, vor allem aber Studierende, Jungforscherinnen, Jungforscher. Anna, du hast mehrere Angebote gehabt, wie du vor der Situation warst, komme ich zurück nach Österreich, darunter an nicht ganz schäbigen Einrichtungen, nicht wahr? Was hat dich dazu gebracht, dich zu wieder nach Österreich zurückzubegeben? Also damit meine ich vor allem auch die beruflichen Vorteile hier. Und die auf jeden Fall, ja. Also es war ganz schlicht einfach, dass mir am IMP die besten Rahmenbedingungen geboten wurden, um ein Forschungsprogramm umsetzen zu können. Und ich glaube, das IMP kann, wie viele andere Institute auch in Österreich, können auf jeden Fall mit den Top-Instituten weltweit mithalten. Das ist die kurze Antwort. Danke. Was würdest du, nehmen wir an, du darfst für ein Jahr lang eine österreichische Universität leiten. Was würdest du an einer Universität zu ändern versuchen mit den Erfahrungen, die du jetzt hier hast und dem Blick, den du auf Universitäten auch wirfst? Weil dort sind vielleicht 80% der jungen Talente und ungefähr 20% sind in den Forschungseinrichtungen, die nicht universitär sind.
Ich glaube, das Problem ist, dass man in einem Jahr wahrscheinlich gar nicht genug bewirken kann. Aber ich glaube, dass man tatsächlich grundlegende Dinge ändern müsste. Die ganzen jungen Talente, da sehe ich das Problem gar nicht so. Denn wir haben einfach ausgezeichnete Studierende, junge Doktoranden und auch Postdocs, die international extrem beliebt sind. Also ich glaube, das Problem, das sehe ich gar nicht in dieser Kategorie, sondern ich sehe eigentlich ein größeres Problem in der Förderung der, nicht einmal in der Rekrutierung von den jungen Forschungsgruppen, sondern im Erhalten dieser Forschungsgruppen und Rekrutierung von Senior-Gruppen nach Österreich. Ich glaube, das ist das, wo man noch wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen müsste und auch wirklich was bewirken kann. Und das ist, da leite ich an den Giulio weiter die Frage, das ist eine Frage von finanzieller Ausstattung, sprich, dass man große nicht 9 Monate um 300.000 Euro herumtanzen muss und dann hört, dass ein Beistrich vergessen wurde und wieder 3 Monate. Also es braucht offenbar Grants und große Projekte. Es braucht aber offenbar auch ein Karrieremodell und Karrieremuster, wo die Forscherinnen und Forscher, das sind ja die intelligentesten Leute der Welt, die können sich ja auch ausrechnen, aha, was wird aus mir in 3, 5 oder 7 Jahren? Und wenn sie kein Karrieremodell, und da gibt es ein amerikanisches Wort dafür, nämlich Tenure Track oder ein anderes Karrieremodell vor sich sehen, dann werden sie sich fragen, ja, was mache ich denn heute, morgen, in 3 Jahren, in 5 Jahren? Ich glaube, dass die Paranoia, die Leute zu halten, ist nicht so groß im Moment, wo es einen richtigen Fluss gibt. Ja, es ist ja wahnsinnig toll, wenn die Leute von Wien nach Zürich gehen, von Zürich nach Wien. Und ich glaube, das ist auch, ich sehe, also richtig gute Leute, glaube ich nicht, dass sie wirklich ein Problem haben zu bleiben. Wir haben ja gerade gesprochen, dass sehr viel tatsächlich aus dem IMP und Imba und Sam jetzt Professuren auf der Uni gefunden haben. Ich glaube schon, dass die Anna sehr Wichtiges sagt, nämlich, dass es nicht genügend Geld ist, um diesen zentralen Teil der Karriere zu unterstützen mit Mitteln. Und ich habe schon lange Zeit vorgeschlagen mit einem White Paper, der wurde zuerst ignoriert, dann gelobt, dann gestohlen, dann wieder ignoriert, dann wieder resolved. Nämlich, dass das European Research Council tatsächlich nützen sollte, als Institution, die in Europa herausgefunden hat, wie man tatsächlich international Anträge kompetitiv auswertet, nämlich komparativ auch auswertet, weil die Panels tun wirklich die anschauen, welches müssen wir jetzt fördern. Das eine können wir fördern, das können wir nicht. Und wie die Anna schon gesagt hat, es gibt dann unfunded, also nicht finanzierte, aber exzellente Projekte, die man finanzieren könnte. Die nennt man unfunded, weil A ist diese erste Kategorie. Und ich habe schon lange vorgestellt, ich bin sicher nicht der Erste, es ist in vielen Ländern der Fall, dass wir in Österreich diese unfunded A's von den ERC finanzieren sollten. Das heißt, wir müssten die Leute, die aus reinen Budgetgründen nicht ein Geld bekommen haben, natürlich möchten die österreichischen Institutionen nicht das Pouvoir aus der Hand geben, zu entscheiden. Schließlich leben sehr viele Leute von diesen Infrastruktur. Aber es hat sich gezeigt, dass nicht wirklich sehr gut im Lande in der Lage sind, Exzellenzforschung zu fördern, weil wir zu klein denken, weil wir tun dann, sagen, okay, wir machen das international, aber die Leute, die Gutachter, liebes FF, die Gutachter, die für 300.000 Euro einen Grant reviewen, sind nicht die besten Gutachter, weil die besten Gutachter keine Zeit, sich für 300.000 Euro zu kümmern. Es ist einfach so, es ist eine Wahrheit und der zahlt sie auch nicht. Das heißt, es ist wichtig, dass wir anfangen, ein paar von diesen ideologischen, okay, ich höre auf. Na, sprich den Satz fertig, sonst glauben noch die Zuhörer, die Technik ist ausgefallen. Sprich den Satz bitte. Es gibt eine Vorstellung, dass Proverses nicht okay ist. Ich glaube, das hat die Daniela wahnsinnig schön gesagt. Vielleicht für mich der schönste Satz des Abends irgendwie, dass in Österreich diesen Mut nicht, die Spitzenleute tatsächlich erkennen, sind suspekt, ja. Und das ist ein bisschen auch in den Fördergesellschaft, dass man, es ist, ja, ich habe alles gut. Ich bin so einer, ja, der auch davon lebt, dass wir da lokal die Förderentscheidungen machen.
Michael Sixt, es gibt ja noch einen anderen Mechanismus. Am ISD werden Drittmittel vom Staat verdoppelt. Das ist natürlich auch, manchmal wisst ihr ja gar nicht mehr, wo ihr das ganze Geld hin tun sollt, vor lauter Drittmittelerfolge. Ist das ein Modell, das Sie sich für andere auch wünschen? Ja, aber man muss das natürlich schon differenzierter betrachten. Das ist die Frage, wollen andere das eigentlich überhaupt? Also ich meine, wie wir es eigentlich, wie die Realität für uns aussieht, ist, dass ein Drittel unseres Budgets erfolgsabhängig ist. Also abhängig davon nur ausgezahlt wird, wenn wir entsprechend Drittmittel haben. Das war die Architektur vom IST von Anfang an, also die Idee, dass nur wenn entsprechende Spendengelder oder Research Grants reinkommen, die anderen Gelder fließen. Das heißt, wenn wir keine Grants haben und wenn wir keine Spenden einwerben, ist das Institut nur halb so groß. Mhm. Und das ist natürlich was, ja, es ist für uns intern ein extrem guter Anreiz, dass man die Leute, also wir haben keine großen Gruppenbudgets, das heißt, die Leute müssen sich permanent um Drittmittel bewerben. Das heißt, intern ist das sicherlich ein sehr gutes Tool. Ob tatsächlich sich jede Institution so eine Finanzstruktur wünscht, ist die andere Frage. Wir finden es eigentlich ein sehr, sehr attraktives Modell, aber man muss in Kauf nehmen, wenn wir keine Drittmittel, keine Spenden reinbringen, ist das Gesamtinstitut nur halb so groß. Und ich muss in Kauf nehmen, dass wir nur mehr 2-3 Minuten für unsere Debatte haben, bevor wir in die Publikumsfragen kommen. Das sind auch schon 2-3 aufgepoppt. Frau Pollack, junge Leute, wir haben ja eine Situation, wo mittlerweile Bezirkshauptstädte Medizinuniversitäten gründen, weil die angeblich alle davonlaufen oder so knapp sind. Was kann man denn machen? Also jetzt frage ich Sie halb zuständig als Grundlagenforscherin oder als nationale Forscherin in Bezug auf die medizinische Forschung. Was kann man denn tun, dass die Leute gerne hier bleiben? Bitte um eine kurze Antwort. Die Leute, die gerne Spitzenforschung machen, bleiben gerne dort, wo Spitzenforschung gemacht wird, weil dort finden sie die Bedingungen, um das zu tun. Man könnte andenken, dass es nicht nur außeruniversitäre Spitzeninstitute geben sollte, sondern dass man auch an Universitäten Centers of Excellence gründen könnte, wo sich solche Leute auch gerne wiederfinden würden. Das habe ich mir schon aufgeschrieben. Und Eva, was kann man von der Seitenlinie, ist nicht abwertend gemeint, sondern eben, weil sozusagen du nicht in der Unterstützung der Grundlagenforschung tätig bist, was kann man, Infrastruktur ist so ein Beispiel, nicht, wo ihr eine große Hilfe und Unterstützung bieten könnt. Ich sehe aber noch ein Thema, wo, glaube ich, sowohl der Industrie und der Innovationscommunity als auch den Grundlagenforschungseinrichtungen geholfen werden. Und das ist der Zugang zu Gesundheitsdaten. Ja. Also da liegt ja enormes Innovationspotenzial im Machine Learning für die Präzisionsmedizin, für die Diagnostik. Also das können Sie ja sicher alle noch viel besser sagen als ich. Und insofern habe ich mich sehr gefreut, als ich im Koalitionsabkommen der Wiener Stadtregierung, die heute angelobt wurde, gelesen habe, dass es da wirklich die Absicht gibt, Gesundheitsdaten der Wienerinnen und Wiener zu pseudonymisieren und für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Also da sehe ich ganz großes Potenzial. Und auch beim Thema Open Innovation, also wie man da an den Schnittstellen zwischen den Branchen und zwischen den Disziplinen Innovation ermöglicht. In meiner Wahrnehmung war das in den letzten Jahren auch ein USP des WWTF. Also deshalb braucht es schon auch diese regionale Institution, glaube ich, weil ihr euch da wirklich verdient gemacht habt in dieser interdisziplinären Forschung. Und da würde ich mir auch wünschen, dass der WWTF weiter Schwerpunkte setzt. Was für wunderschöne Schlussworte in dieser Runde mit euch. Ich wiederhole ganz kurz 5 Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe
und habe dann auf dem Zettel, wo 5 Sachen draufstehen, das sieht man da jetzt, noch für 2 weitere Platz, mehr als 7 Forderungen, das ist eh schon verrückt viel, können wir wirklich nicht stellen, aber mit einigen werden die Farmig und wir dann echt hausieren gehen. Also das erste, auch von der Frau Pollack, Schwerpunktsetzung, man kann nicht überall super sein und es muss einen geeigneten Mechanismus geben, Schwerpunkte zu finden und zu stärken. Es muss aber gleichzeitig immer das Radar laufen, wo ist was wirklich gut, wo ist wer wirklich gut, wo kann man etwas entwickeln. Das zweite ist die kompetitive Forschungsförderung und da vor allem der Bundesforschungsförderungsfonds, also der FWF, gehört deutlich besser finanziert. Und wir müssen Anreize setzen, dass Gelder, philanthropische Gelder, das ist dann halt nicht so selektiv, aber das kann man auch so herrichten, stärker fließen. Das dritte ist Talente fördern und halten, wobei halten nicht im Sinn von alle einsperren, dass sie ja nicht davonlaufen gemeint ist, aber wenn wer hier eine große Karriere machen will, dann muss es Grants geben, mit denen man auch ein Labor erhalten kann. Also große Förderungen, langfristige Förderungen. Das vierte ist für die Universitäten ein Mix, auch Spitzenforschungszentren. Da gibt es ein Gespenst in der österreichischen Diskussion, das heißt Exzellenzinitiative, das kenne ich schon seit 15 Jahren, das wird hoffentlich irgendwann mal kommen, und starke Infrastruktur und dann auch Möglichkeiten, das entsprechend in die Wirtschaft und so weiter zu übersetzen, also ein Paket für die Universitäten. Und das fünfte ist die Datenfrage. So, wer jetzt noch schnell eine Forderung hat, der oder die soll das schnell sagen, dann kommen wir zum Publikum. Ich habe schon 3 Fragen, die direkt beantwortet werden können und eine vierte, die an eine Expertin dann weitergeleitet wird. Habt ihr noch was? Ja, diese ERC-Grants, unfunded ERC-Grants, ist immer noch jawohl, die beste Idee, die ich kenne. Okay. Gut. Wir bleiben ja in Verbindung, wir laufen nicht voneinander davon und werden daher weiter miteinander sprechen. Also erstens einmal danke, das war von großer Disziplin und Schwung und großem Schwung geprägt. Wie gern würde ich mit euch zusammensitzen, ja. Aber das kommt wieder. Nicht zuletzt dank eurer Forschung und der Forschung von Leuten wie euch und nicht zuletzt, weil es eine starke Industrie und starke junge Unternehmen gibt, die mit unkonventionellen und konventionellen Maßnahmen so viel und so schnell wie noch nie in der Geschichte der Menschheit für die Gesundheit der Menschheit getan haben. Ich komme jetzt zu ein paar Punkten. Das erste ist, wenn jemand eine Zuseherin fragt, wo findet in Österreich interdisziplinäre Forschung im Bereich der Medizin statt? Gibt es da Netzwerke? Und ihr reicht immer die Frage an eine Person weiter. Das ist in dem Fall der Giulio, den ich kurz bitte, 1, 2, aber wirklich nach 1,5 Minuten muss ich die wieder stoppen, 1, 2 Beispiele für interdisziplinäre Netzwerke zu beschreiben. Es gibt sehr viele. Es ist das genannte jetzt Forschungsvorhaben, um rauszufinden, wo Corona herkommt und wie er sich entwickelt im Lande, ist sicher ein gutes Beispiel. Das war über ganz Österreich und das involviert Mathematiker in Harvard, die Franziska Michor, bis zu alle Länder und so weiter. Das zweite, gibt es sehr viele Initiativen auf der Med-Uni, in der Bild-G, in der Radiographie, in den verschiedensten Mitteln, wie man besser und durch den Patienten schaut. Auch gibt es Zusammenarbeiten von Physiker bis zu Physiologen und so weiter. Es gibt sehr viele Beispiele. Ich glaube, wie Daniela fällt sicher auch ein paar andere. Also ich glaube, dass sehr, sehr viel medizinisch interdisziplinäre Forschung, und es gibt Bereiche, die ich sehr wenig kenne, wie Psychiatrie und so weiter.
Die Fragestellerin kann mir auch gerne ein E-Mail schreiben und ich antworte ihr dann auch noch, weil wir da einen ganz guten Überblick haben. Meine E-Mail-Adresse ist michael.stampfer@wwtf.at und ich freue mich auf Post von Ihnen. So, eine andere Teilnehmerin fragt, seit einiger Zeit gibt es auch in Österreich die Absetzbarkeit von Spenden an Universitäten. Gibt es schon erste Erfahrungen damit? Zum Glück ist die Zeit bald aus, sonst würde ich jetzt in einen sehr wilden Monolog verfallen und das will ich nicht. Die Frau Bollack ist kurz aus dem Bild gefallen, aber sie wird gleich wiederkommen. Wer hat Erfahrungen im Bereich Philanthropie, Spenden, Absetzbarkeit? Gibt es da irgendwas, Herr Sixt? Vielleicht, ihr habt ja eine Reihe von Spenden eingesammelt. Ist es leichter oder schwerer geworden seit 2015? Also es ist insgesamt So kann man es zusammenfassen. Es ist extrem schwierig. Es könnte sie, also dem, was ich weiß, könnte auch in Sachen steuerliche Absetzbarkeit noch einiges verbessert werden. Aber es ist im Moment wirklich eine extrem schwierige oder grundsätzlich mal die Kultur herrscht in Österreich nicht. Die Spendenkultur, die Philanthropie ist irgendwie kein etabliertes Modell, weil jeder denkt, naja, wir zahlen das ja über die Steuern. Und also da trotz sehr viel Aufwand sehr begrenzter Erfolg. Wir haben ja ein wunderbares Modell, dass die Stadt Wien Spenden an den WWTF verdoppelt und trotzdem ist es zum Beispiel ein schweres Geschäft. Ja, wir müssen da noch einen nächsten Schritt machen. Frau Bollack, die MedUni möchte ja mit Spenden ein ganzes Gebäude bauen. Es ist ein schweres Geschäft, nicht wahr? Hören Sie mich? Ich habe es jetzt ganz schlecht verstanden. Nein, ich habe absichtlich, ich habe ein Wort ausgelassen, weil ich will nicht ständig sauschwer sagen. Also es ist, die Philanthropie in Österreich ist ein wirklich schweres Geschäft. Die MedUni tut sich ja auch wirklich vieles an und es ist, jede Million ist mit unendlichen Schweiß und Mühen hereingeholt von privaten Geldgebern, nicht wahr? Sie brauchen jetzt einfach nur Ja sagen, weil es ist so. Es war irgendwie gerade im entscheidenden Moment das Signal ganz schlecht. Okay. Aber wenn es darum geht, wie schwierig ist es, private Spendengelder für unser Center of Translational Medicine zu bekommen, dann ja, ist schwierig, aber wir werden es schaffen. Jawohl. So, dann gibt es eine super Spezialfrage, die ich an die Eva Czernohorski dann weiterleite, die aber jetzt sich nicht so einfach klären lässt. Dann gibt es einen Kollegen, der sagt, in einer unserer früheren Analysen mussten wir feststellen, dass österreichische Forscher weniger strategisch arbeiten als andere. Das heißt, sie überlegen sich nicht genug, welche Forschung wirklich wichtig ist. Brauchen wir da bessere Strategien? So, wen frage ich das jetzt? Ich frage die oder denjenigen, die oder der als erster sich ein Herz nimmt und diese Frage beantwortet. Wer möchte das sein? Anna, du grinst, vielleicht möchtest du das sein. Na, ich denke, dass sich solche Dinge lösen, wenn es um kompetitive Forschungsförderung geht. Denn da werden genau solche Ideen und Strategien von einem Expertenpanel evaluiert. Und im Idealfall muss man sich da genau dazu äußern und zu defenden. Und um nochmal auf den ESC Starting Grant oder Consolidator Grant auch zurückzukommen, es gibt dort eine Panel-Diskussion, wo man sich tatsächlich diesen Fragen unmittelbar stellen muss und darf. Und es ist unglaublich produktiv, weil man kann unmittelbar darauf antworten. Es gibt eine Entscheidung in wenigen Tagen danach. Und wie Julia schon vorher gesagt hat, es ist ein Prozess, aber es ist ein Prozess, der nachvollziehbar ist und wo man nicht monatelang, vielleicht jahrelang sogar herumtänzelt und back and forth Diskussionen hat. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wertvolle Sache.
Also so wie bei Computerspielen heißt es manchmal, wenn man es überlebt, go to next level. Das ist die Antwort für die Forscherinnen, aber auch für die und Forscher, aber auch für die Förderorganisationen. Please go to next level. Okay. Die nächste Geschichte ist eine Anmerkung. Es müsste mehr auf das Verhältnis, ja Anna, ich glaube, du hast die Frage schon oder die Anmerkung schon mitgenommen. Es müsste mehr auf das Verhältnis zwischen Antragsaufwand und Fördermittel geachtet werden. Mini-Grants verbrauchen teilweise mehr Ressourcen, als sie stiften, dass sowohl Antragstellung als auch Begutachtung reale Kosten haben. Ich glaube, das kann man so stehen lassen mit dem Beispiel der ERC-Zweitverwertung durch nationale Förderer oder mit dem Plädoyer von der Anna für große Grants ist genau dem schon Genüge getan. Darf ich da vielleicht nur noch ganz kurz was hinzufügen? Und zwar gewisse Kosten werden von kleinen Grants einfach nur ganz schwierig abgedeckt, denn 15.000 Euro Sachmittel decken pro Person, die gefördert wird, decken einfach nicht Sequenzierungsexperimente mit neuesten Technologien oder Mausexperimente, die ganz wichtig in der onkologischen oder Forschung sind, ab. Und genau deswegen brauchen wir einfach auch größeres Fördervolumen. Wir sehen das bei unseren Ausschreibungen, zum Beispiel in der Präzisionsmedizin, wo wir bis zu 1 Million Euro hergeben pro Projekt, 1 Million pro Projekt. Und das ist dann gleich weg, ja, weil das einfach so teuer ist, ein gutes Projekt von 3 miteinander arbeitenden Forschungsgruppen zu machen. Zack und weg. Ja. Ein Kollege sagt, bitte bei der interdisziplinären Forschung auch nicht vergessen, die Boltzmann-Institute, wie zum Beispiel das Boltzmann-Institut für Rare Diseases, wo das CEM auch ein wichtiger Gründungspartner ist, wo eben quer über verschiedene Wissensgebiete, in dem Fall bei seltenen Erkrankungen, hier entsprechend gearbeitet werden kann. Wir überziehen ab jetzt noch ungefähr 5 Minuten. Wir haben noch 4, 5 Fragen. Julia, du hast die Hand gehoben. Ja, ich wollte nur sagen, dass es das mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut, ich glaube, dass die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft wie das WWTF füllen hier eine wahnsinnig wichtige Lücke und dass die medizinisch orientierte Forschung. Es gibt tatsächlich, es gibt ein bisschen Geld für klinische Forschung, weil es gibt, wenn es wirklich eine gute Idee gibt, es sind irgendwie schon die Möglichkeiten. Und es gibt aber nicht genügend Geld für medizinisch orientierte Forschung. Und das tut das die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und das tut natürlich das WWTF bestens füllen. Aber nicht genügend. Also wir bräuchten auch ein Nationalprogramm dafür, meiner Meinung nach. Eine weitere Frage geht zum Wissenstransfer. Der Fragesteller sagt, Österreich hat ausgezeichnete Grundlagenforschung, was hiermit bewiesen ist, aber Probleme, diese in Innovationen umzusetzen, wo muss man die Pipeline ein bisschen mehr aufmachen? Eva, vielleicht fangst du an, aber ich möchte auch gern 1, 2 andere kurze Antworten haben. Ja, das habe ich ja in meinem Eingangsstatement auch schon gesagt, dass ich da wirklich noch Luft nach oben sehe. Es gibt schon einige Entwicklungen, seit die Universitäten quasi da teil- oder vollrechtsfähig sind und auch selber ihre IP bis zu einem gewissen Grad verwerten können. Aber ich glaube, das ist auch eine Kulturfrage. Da wird es noch ein bisschen dauern, bis das zum Selbstverständnis einer Wissenschaftlerin und eines Wissenschaftlers gehört, auch darüber nachzudenken, wie die Erkenntnisse verwertet werden können. Es gibt extrem viele Anreize mit dem Fellowship Programm der FFG zum Beispiel, mit unserem Inkubator der INITS der Wiener Universitäten, mit den Pre-Seed- und Seed-Programmen der Austria Wirtschaftsservice. Also es wird da eigentlich eher an allen Stellschrauben gedreht, um eben mehr Translation von Forschungsergebnissen in verwertbare Produkte zu ermöglichen. Ich glaube, wie gesagt, das ist auch eine Frage der Zeit, bis da kulturell wirklich ein Wandel stattfindet. Gleichzeitig haben wir in einer Studie, die wir mit dem WIFO und anderen für die OECD gemacht haben, eine Zahl erhoben, die mich aus dem Sessel gehaut hat.
dass in Österreich 60% des Venture-Kapitals aus staatlichen Quellen kommt. Das ist cool, oder? 60% des Venture-Kapitals kommen aus staatlichen Quellen und nicht von Pensionsfonds und nicht von reichen Leuten. Also wir haben ein paar Dinge, wo wir wirklich ernsthaft an rostigen Schrauben und Wasserhähnen drehen müssen. Mag noch wer zu dem Thema einen Satz sagen? Ja, Julia. Und morgen um 11 Uhr gibt es eine Konferenz genau über diesen Thema. Das nennt sich Spin of Austria. spin-of-austria.at. Man kann sich registrieren, kostet nichts. Ist sehr spannend auf Englisch. Es wird dort diskutiert genau die Themen, die Eva angesprochen hat. Und ich erwarte, dass es ein bisschen ein Weckruf für Initiativen sein wird. Genau die Frage, die der Michi jetzt gestellt hat, wieso nicht genügend Mittel aus der privaten Hand zum Beispiel kommt, wie kann man das fördern, was für Gesetze oder Änderungen von Gesetzen kann man sich wünschen. Was mir nämlich so wichtig wäre in unserer Diskussion, jetzt nicht in unserer, sondern in unserer österreichischen Diskussion, ist, dass dieses was ist groß, was ist klein, wo ist oben und wo ist unten, immer wieder wir uns selbst in Erinnerung rufen. Ja? Ein österreichischer Studierender oder Studierende an der TU Wien hat ein Fünftel des Budgets eines oder ein Siebtel im Verhältnis des Budgets eines Studierenden an der ETH Zürich. Das ist jetzt schon die europäische Spreizung, aber es ist so. 60% des Venture-Kapitals kommen vom Staat. Ja? Diese Dinge müssen wir einfach immer wieder sagen und sonst denken, sind wir verrückt, ist uns noch zu helfen. Ja? Und bevor ich jetzt zu sehr extemporiere, hat sich zuerst der Herr Sixt gemeldet und dann die Eva noch. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich wollte nur kurz dazu sagen, ich meine, auf der einen Seite muss natürlich die Schwelle gesenkt werden, dass viele, ich meine, Geschäft lebt davon, dass viele Dinge ausprobiert werden. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch entsprechend Dinge sterben lassen, um den Umsatz zu erhöhen. Und da kommt sicherlich der Punkt mit rein, dass wenn das Steuergelder geförderte Dinge sind, da ist es natürlich immer schwerer, Dinge auch wieder aufzugeben. Eva. Ich wollte noch kurz ergänzen, die Initiative Wings for Innovation. Also da gibt's ja eben ein neues Projekt, das die Translation von Forschungsergebnissen vorantreiben will und wo es uns auch gelungen ist, uns ist jetzt falsch, Österreich und allen voran der AWS gelungen ist, Gelder der European Investment Bank und von Max Planck auch zu mobilisieren. Also ich gehe davon aus, dass auch das nochmal die Dynamik deutlich erhöhen wird. Gut, wir kommen noch einmal zu einer Expertin, die nämlich in diesem Bereich, auch im Stiftungsbereich tätig ist, mahnt uns alle an, hier wäre ein Lobbying bei der Regierung angebracht. Es geht sowohl um steuerliche Absetzbarkeit als auch um Kästfreiheit. Mäzenatentum hat nicht zuletzt deshalb einen so schweren Stand, wenn man für 100 Euro erstmal 138 aufbringen muss. Den Staat bei einer Spende mitfinanzieren zu müssen, ist auch für willige Spender eine bittere Pille. Und das ist nur eine von 10 Engstellen, an denen wir auch schrauben müssen. Wir haben hier große Verbündete vom Bundespräsidenten abwärts. Aber wir haben hier das entscheidende zweite Tor nach dem ersten Tor 2015 noch nicht geschossen. So, ich bin ziemlich durch mit den Fragen. Ein Kollege hat noch angemerkt, was Transfer betrifft, dass es auch noch andere Erfolgsmodelle wie die Christian-Doppler-Gesellschaft gibt, wo es zum Beispiel an der Med-Uni jetzt, glaube ich, mittlerweile 10 CD-Labors gibt, aber auch an technischen Universitäten und so weiter, was wirklich eine klasse Geschichte ist. Also wir haben große Vielfalt an tollen Initiativen und Instrumenten. Wir haben alles, bis auf die paar entscheidenden Dinge, auf die wir zurückkommen werden. Dieser Zettel wird gut aufgehoben. Und was wir noch nicht mehr haben, ist Zeit, weil wir haben schon
5 Minuten überzogen. Ich bin ganz enthusiastisch über diese wundervolle Diskussion. Danke zuerst Ihnen und Ihnen euch 5 für die engagierte, tolle Diskussion. Einen extra schönen Gruß auch an Pollack Junior oder wer auch immer vorbeigezischt ist. Es ist einfach eine harte Zeit für alle und wir müssen das als Geschenk sehen, wo immer Kinder auftauchen, sagen wir zu den Kindern Hallo und sind begeistert, dass sie hier sind und dass sie unser Leben schön machen in schwierigen Zeiten. Einen großen Dank an die FAMIG. Einen großen Dank an die FAMIG. Ich freue mich schon auf die zweite Runde. Ich hoffe, ich werde als Moderator nicht entlassen. Einen großen Dank, dass ich das angstfrei machen durfte an den Simon Habel und Kollegen. Ich stelle mir gerade vor, ihr hättet das selber irgendwie an den Reglern herumdrehen müssen, dann wäre die Diskussion schon lang früher ausgewesen. Danke an die Agentur RUM 09, die Frau Horne und ihr Team. Danke an das Sigmund Freud Museum, für das wir jetzt sehr explizit Werbung gemacht haben, aber das hat es auch verdient und das ist ein wunderschöner Ort. Kommen Sie her, wenn es wieder offen hat. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, Ihnen allen auch und wir sehen und hören uns wieder. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.